Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und im Moment habe ich für die Literatur und besonders für die Literaturrezension eher wenig Zeit. Es gibt in der Arbeit viel zu erledigen, da geht's hoch her. Und auch privat gibt es manches zu organisieren, denn am Wochenende wird unser Sohn getauft. Und ich freue mich freilich, wie ein kleines Schnitzel in der Pfanne herauszufinden, wie er, unser süßes Bubbele, reagieren wird. Wird er weinen, greinen, wird er schluchzen, wird er murren, was auch immer, weil die Kirche groß und ungemütlich und das Wasser kalt ist? Wird er sich fragen, warum man an diesem Wochenende nicht einfach gemütlich auf der Couch sitzt und vielleicht mit einem Tischtennisball spielt? Oder wird er das okay finden und wird uns die kalte Schulter zeigen? Wird er sich wundern, weil wir alle so frenetisch grinsen, ja, und weil wir dieses Taufbecken so anlächeln? Wird er sich denken, dass der Papa zu Hause aber eine Badewanne hat, die auf jeden Fall toller ist, weil es dort ein Quietscheentchen gibt oder weil man einen Ball unter Wasser halten kann und wenn man den loslässt, dann pusch, schießt er in die Höhe wie eine Fontäne und man kann dort auch den Wasserstrahl von links nach rechts schieben und das geht 30 Mal und es sollte immer noch weitergehen, weil es so schön ist. Ich weiß es nicht, aber es ist so skurril, mir das alles vorzustellen, dass mein von einer gewissen Müdigkeit erschöpftes Gehirn alles zu einem Kinofilm zusammenbaut, wie er sich vielleicht aber auch einfach freuen wird in der Kirche, wie er seine Badehose rausholt, um im Taufbecken ein paar euphorische Züge zu treiben, ja, sich auch mal treiben zu lassen, den Moment zu genießen, carpe diem, ich weiß es nicht. Who knows, wir werden es erfahren. Bis dahin muss ich übrigens noch etwas Leipziger Wasser organisieren, was wir dann dem dortigen, schon geweihten Wasser eben noch beimengen werden. Vielleicht fahre ich zum Rathaus, um mir behördlich abgesegnetes und legitimiertes Wasser eben auch zu besorgen. Vielleicht fahre ich zum Kossi oder vielleicht zum Kulki, um mir Seewasser auch noch zu gönnen. Oder ich nehme einfach heimisches Leitungswasser, mit dem er sich dann in einigen Jahren einen Kaffee zubereiten wird oder mit dem er duschen wird. Also es gibt so viele Skurrilitäten bei dieser netten Idee, dass mein Gehirn einfach Kopfkino fährt. So, gelesen habe ich auch. Ein bisschen. Ich habe allerdings jetzt heute nicht so die große Zeit, um mich wirklich akribisch vorzubereiten. Ich habe also keine Stichpunkte und tatsächlich weiß ich manchmal auch gar nicht genau, warum ich ein Buch so oder so fand. Euphorisch bespreche ich vielleicht manches, ohne dass ich immer schon herausfinde, was denn eigentlich der Euphorie würdig ist. Und umgekehrt, dann ist es einfach so. Falls du entrüstet bist über dieses so unprofessionelle Vorgehen, das Kain und Abel, dann verstehe ich dich. Dann schreib bitte einen hoffentlich saftigen, einen gesalzenen Leserbrief, einen empörten Leserbrief an irgendeine Stelle deiner Wahl. Und ich verspreche dir, dass ich im nächsten Video wieder alle 32,5 hochwissenschaftlichen literaturtheoretischen Kriterien nicht nur umsetzen, sondern küssen und zauberhaft einweben werde, ja, in den elysischen Gesang der dann zu besprechenden Werke. So. Ihr habt es mitbekommen, die Shortlist des Deutschen Buchpreises wurde veröffentlicht. Das ist der Grund, warum ich heute spontan noch ein Video drehe. Die 20 Werke der Longlist wurden eingedampft und das sind 6 stehen geblieben. Wir gehen sie durch und ich zeige sie euch hier oder hier. Man muss nämlich natürlich auch immer sehen, was man hört. Wir alle sind visuelle Wesen, so ist es doch. Theresia Mora, Muna oder die Hälfte des Lebens. Ich habe diese Autorin jetzt doch schon einige Male mitbekommen. Ich habe zu ihr etwas gehört, nicht wahr? Also viele Menschen sind einfach sehr begeistert von diesem Roman. Ich glaube, das kann man sagen. Ich weiß allerdings nicht, worum es geht. Dann Nechati Özyri, Vater mal. Dieses Buch lese ich gerade. Ich habe noch 20 Seiten vor mir. Ich würde jetzt allerdings mal behaupten, dass ich auch jetzt schon ganz gut einschätzen kann, worum es geht und wie mir dieses Buch gefallen hat. Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück. Auch das ist ein Debüt, wie Vater mal übrigens auch. Und das scheint so das Publikumsbuch schlechthin zu sein. Sehr viele euphorische Rezensionen sprechen dafür, dass es ganz gute Chancen hat auf den Preis, zumindest wenn es nach Publikumsbeliebtheit gehen würde. Tonio Schachinger, Echtzeitalter, ein österreichisches Autorentalent, das ich jetzt auch schon gelesen habe. Vor ein paar Tagen habe ich dieses Buch beendet. Und es geht weiter mit Sylvie Schenk, Maman oder Maman, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Wenn ihr das wissen wollt, dann schaut mal bei Bookmarkt vorbei, denn ich denke, dass Sarah in diesem Jahr die Social Media Patin für dieses Buch war. Es gibt da ja eben, um die Werbetrommel in den neuen Medien zu rühren, jetzt auch immer Paten.
Ulrike Sterblich Drifter komplettiert diese Sechser-Ausgabe. Davon habe ich wirklich gar nichts gehört. Also, wie ich finde, eigentlich eine relativ gute Quote, dass ich zwei dieser sechs Bücher auch schon gelesen habe. Und wenn ihr mich fragen würdet, was davon möchtest du noch lesen, dann ist es wahrscheinlich schon Anne Raabe, einfach weil mich die euphorischen Rezensionen zum Beispiel auf Goodreads oder auf YouTube oder auch in sonstigen Literaturmedien neugierig gemacht haben. Das ist ja auch ein Debüt und da würde ich ganz gerne mal schauen und nachlesen, was die derzeitige Literatur eben so zu bieten hat. So, jetzt sind allerdings ja auch noch zwei Werke hier bei mir zu Hause der Longlist, die es eben nicht auf die Shortlist geschafft haben, die ich auch gelesen habe. Einmal ist da Katrin Rögler, Laufendes Verfahren. Ein Buch, das ich übrigens morgen auch mit Astrid besprechen werde im Kettenleser-Podcast. Daher will ich mich heute kurz halten. Ein Buch, das den NSU-Prozess geschichtlich aufleben lässt und eben nicht so sehr erläutern oder erklären möchte, sondern ein Gespür dafür eben deutlich machen möchte, wie es sich anfühlt, diesem Prozess beizuwohnen. Wir sind also auf der Zuschauerbank und Rögler wählt hier für ihre Erzählperspektive durchaus unkonventionell und vielleicht nicht unbedingt virtuos. Also ich glaube, da würden sich doch die Gelehrten streiten, ob das jetzt virtuos ist. Aber es ist auf jeden Fall erstmal experimentell. Sie wählt nämlich eine Wir-Erzählerperspektive. Kein Ich-Erzähler, kein auktorialer oder personaler Erzähler. Nein, eine Wir-Erzählerinstanz. Da gibt es natürlich ein paar Personen, die zugeordnet werden, aber insgesamt ist es vage, ist es unklar. Und das bezieht sich letztlich auch auf die ganze Handlung. Man muss dazu sagen, ich persönlich bin von diesem Thema total begeistert, also fasziniert. Ich will das wissen. Dieser NSU-Prozess rund um nationalsozialistische Attentate war ja mal vor ein paar Jahren eigentlich in aller Munde und ging eben auch durch die Medien. Und irgendwann verblasste das so. Und Rögler hat jetzt eben literarisch hier wieder mal dafür gesorgt, dass es eben etwas mehr in den Fokus rückt, wofür ich ihr dankbar bin. Allerdings ist dieses Buch geprägt von einer Wahrheit, die eben, glaube ich, viele Leser wirklich aufgeregt hat, weil sie darin dann eine unverschämte Missachtung der Opfer sehen, dass man eben nicht die Opfer sprechen lässt oder dass man sich nicht minutiös auf die Geschichten der Opfer konzentriert und damit eben nicht für eine Aufklärung sorgt. Aber ich würde eben sagen, das ist vielleicht ein, naja, überzogen gesagt, ein naturalistischer Fehlschluss oder einfach eine Wunschvorstellung, die man dann hier zum Maß der Dinge erklärt, aber das möchte Rögler nicht. Sie möchte nicht erklären, sondern sie möchte, so war mein Gefühl, diesen Blick ermöglichen für den Leser. Denn ich hatte beim Lesen häufig das Gefühl, dass ich wie hinter Milchglas sitze und zwar Bewegungen erkenne der Figuren, aber ich erkenne nicht die Mimik. Und damit weiß ich nicht genau, warum sie das so tun. Ja, denn dieses Gerichtsverfahren ging in München über mehrere Jahre. Und so viele Zeugen wurden befragt, Dutzende, Hunderte Zeugen, eben auch der rechtsradikalen Szene. Und die meisten konnten sich immer angeblich nicht erinnern. Ja, sie hatten Erinnerungslücken bei genau den speziellen Tagen, die relevant gewesen wären. Oder auch Polizisten, die nicht mehr genau aussagen konnten, was genau passiert war. Und nach baut sich eben dann auch so ein Gerichtsgefühl auf. Da geht es dann darum, welche Anwälte, welche Strategie der Nebelkerzen zünden, welcher Zeuge vielleicht zu spät dann auch ins Gerichtsgebäude kommt, welche Tätowierungen er vielleicht auch zeigt oder verdeckt. Und dann geht es um diese ganz genauen Details, aus denen sich vielleicht nicht schlussendlich dann eine Erklärung ableiten lässt, wie es zu diesen Attentaten und Morden kommen konnte. Und ja, die Opfer finden leider auch in meinem Blick oder in meiner Wahrnehmung zu selten Gehör. Und ja, manchmal war mir diese Wahrheit auch wirklich zu viel und ich hätte mir da etwas mehr auch Darstellung, auch Detail gewünscht. Aber insgesamt hat sie doch ein Gefühl von Beklemmung, von fast schon klaustrophobischer Gefangenheit erzeugt. Ja, dass es eben so unklar ist, was hier passiert und dass so vieles verschwiegen wird und dass du nicht wissen kannst, ob es jetzt tausende Mittäter oder Sympathisanten sind oder ob nur Beate Zschäpe jetzt als alleinige Schuldige irgendwie noch im Zentrum stehen sollte. Ja, und so muss ich sagen, sicherlich kein perfekter Roman, aber einer, der hier mit unkonventionellen erzählerischen Mitteln ein relevantes Thema aufgreift. Und das ist, glaube ich, alleine schon etwas wert. Dann auf der Longlist war auch noch von Charlotte Gneuss Gittersee. Dieses Buch war jetzt zuletzt ja auch, sagen wir mal, in einen Mini-Eklat verwickelt, weil der Schriftsteller Ingo Schulze der jüngeren Kollegin eben einen Verbesserungsvorschlag oder Katalog überreichte oder dem Fischer Verlag, bei dem beide veröffentlichen,
Ja, denn Schulze kennt sich einfach besser aus mit der DDR und er hatte da zum Beispiel angemahnt, man wäre niemals freiwillig in die Elbe gesprungen, wie es eben Gneuss in Gittersee darstellt. Vielleicht sind konservative Leser jetzt beglückt und sagen, dass eine so junge Westautorin nicht über die DDR schreiben dürfe. So sehe ich das nicht, denn für mich sind das eher marginale und künstlerische, also marginale Gründe, die eher künstlerisch der Freiheit, finde ich, unterstellt sind. Ja, worum geht es? Es geht um eine Familie in den 70er Jahren, die in der DDR eben lebt. Vor allem geht es um unsere jugendliche Ich-Erzählerin. Die Sprache dieses Buches hat mir wirklich gut gefallen. Die ist drivig, die ist relativ rasch getaktet. Es gibt einige, ja durchaus derbe Ausdrücke. Die Sätze sind kurz, die wörtliche Rede ist in den Erzählfluss montiert, sodass das Ganze eine mündliche, eine orale, rasche Kraft entfaltet. Manchmal hat mich das aber auch gestört, weil es eben kaum Analysen, kaum wirkliche Betrachtungen gibt. Es gibt manchmal poetische Szenen, ja, die hatte ich auch in meiner Rezension erwähnt, aber insgesamt ist mir die Sprache auch zu einfach tatsächlich, also zu wenig literarisch. Und ich finde es schön, wenn man da ein bisschen Variation reinbringt, dann finde ich eine Derbheit und eine rasche Mündlichkeit auch wirklich wunderbar, aber sie muss eben auch kontrastiert werden durch die hohe Kunst einer ausführlichen und wohlgesetzten Prosa und das kommt mir eben zu kurz. Thematisch fand ich es ansprechend, gerade die Fluchtgeschichte des Freundes, die eben auch so in Wahrheit getaucht ist, auch dort wird nicht alles aufgeklärt. Ich hatte dennoch manchmal den Eindruck, dass es hier auch Versatzstücke gibt. Das Bild, das mir dazu eingefallen ist, war das einer Disco-Kugel-Literatur. Du hast so verschiedene Flecke an der Wand, die beleuchtet sind, aber eigentlich gibt es dazwischen kaum Erklärungen und Verbindungen und die musst du dir als interpretierender und vielleicht auch wohlmeinender Leser dann eigentlich immer selbst erstellen und dann funktioniert das schon. Aber im Prinzip macht es sich Gneuss da auch manchmal zu einfach, wenn sie nur so ja, Punkte, so Szenen setzt und die eigentlich nicht wirklich verbindet. Und manches Versatzstück habe ich auch entdeckt. Der betrunkene Vater, die überforderte Mutter, die die Familie verlässt, der freundliche Stasi-Beamte, der natürlich die junge Protagonistin manipulieren kann, wie er möchte, eine extrem naive Protagonistin, so muss man auch sagen. Und das sind, naja, Versatzstücke, die ich jetzt auch nicht unbedingt für ganz große Weltliteratur halte. Aber insgesamt hat mich diese Geschichte doch interessiert. Ich mag es, wenn jüngere Autoren sich auf die Vergangenheit konzentrieren, weil ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass es extrem wichtig ist, diese Geschichte auch verstehen zu können, die eben für Millionen Menschen nicht nur Geschichte ist, sondern auch gelebtes Leben. Ja, das sind Erinnerungen, das sind eigene Erfahrungen, die sich eben in dieser Literatur dann letztlich auch verdeutlichen lassen. Ja, auch dass in der Schule dann immer das gelehrt wird, was man vielleicht auch als Westler mit dem Osten verbindet, also dass die Lehrer dann tatsächlich über Brecht reden, über die Kultur oder über die Wirtschaftsleistung der DDR. Also dass da immer genau das auftaucht, was man sich paradetypisch und vielleicht auch etwas klischiert vorstellt. Das habe ich jetzt, sagen wir mal, einfach so akzeptiert. Ich würde sagen, es ist kein überragender, aber ein lesenswerter Roman rund um die 70er Jahre in der DDR samt Stasi-Manipulation, samt Fluchtgeschichte. Und wenn man den Beginn sehr aufmerksam liest, dann ist es im Prinzip ja auch noch eine Rebellion. Es ist der Widerstand gegen eine Staatsmacht. So, also das sind die zwei Werke der Longlist und dann habe ich eben noch zwei Werke der Shortlist hier. Nechati Öziri, Vatermal, darüber werde ich mit Astrid morgen auch reden. Deswegen nur ganz kurz, dieses Buch ist eigentlich eine relativ konventionelle Immigrationsgeschichte, so würde ich es mal sagen. Und wenn man ein bisschen böse ist, dann könnte man noch sagen, dass er ordentlich kopiert hat von Fatma Aydemir Jeans. Ja, denn man sieht hier doch einige erzählerische Parallelen oder Ähnlichkeiten. Das kann natürlich auch daran liegen, dass beide ähnliche Punkte erlebt haben, das ist mir schon klar. Kommen wir mal vielleicht zur Erzählart. Der Ich-Erzähler Ada liegt im Krankenhaus, er ist schwer krank und er wird eventuell sterben, das ist von Beginn an klar. Und jetzt kommen alle Personen, vor allem seine Mutter und seine Schwester, zu ihm. Sie besuchen ihn und erzählen ihm Geschichten von früher. Und so baut sich jetzt eine generationenüberspannende Immigrationsgeschichte auf oder eine kulturverbindende Geschichte. Denn die Eltern, zum Beispiel die Mutter Imran und der Vater Metin, die kommen aus der Türkei. Und es wird uns auch gesagt, was sie dort erleben. Das ist halt erzählerisch so ein bisschen kompliziert, so ein bisschen verkopft. Ja, denn man könnte jetzt auch sagen, wir haben einfach mehrere Erzählperspektiven, aber vielleicht war das dann für Öziri auch zu nah an Fatma Aydemirs Jins. Und deswegen gestaltet er es so, dass ihm die Figuren etwas sagen am Krankenhausbett und das gibt er dann wieder.
Und er wiederum schreibt einen Gedankenbrief an seinen Vater, der ihn verlassen hat, also der die Familie auch frühzeitig verlassen hat, um in der Türkei eine zweite Familie zu gründen, weil er in Deutschland einfach unzufrieden war. Ja, und jetzt würde ich sagen, es gibt eben auch hier so ein paar Elemente, die ich ganz gelungen fand, zum Beispiel die Beziehung zur Mutter, beziehungsweise auch die Vorgeschichte, der Kampf der Mutter mit deren Mutter um Selbstbestimmung. Manches ist allerdings auch schrecklich klischiert oder wie aus einem Baukasten entnommen, also dass dann die Mutter Imran in der Türkei mal zur Tante gebracht wird und diese Tante ist einfach die böse Stiefmutter schlechthin. Na, das ist mir manchmal viel zu einfach gestaltet und ein paar Passagen so rund um die Jugendlichkeit des Ich-Erzählers, Ada, die lassen sich nur sehr schwer lesen. Das ist sprachlich dermaßen schief und krumm und kaum zu ertragen, wenn dann alles immer mit Scheiße bezeichnet wird oder wir waren hier auf dem beschissenen Bahnhof und wir wollten den ganzen Scheißwinter so richtig derbe verbringen und meine Homies, die wirklich scheißgut waren und die ich scheißlieb hatte, waren die ganze Zeit bei mir, dann ist das sprachlich so richtig unterfordernd und weil es auch erzählerisch oder auch thematisch irgendwie wenig aufzuweisen hat auf diesen Passagen, in diesen Jugendlichkeitspassagen, die eben geprägt sind von Alkohol, von Mädchen, von, sagen wir mal, richtig derbe gefühlten Männerfreundschaften. Deswegen war das für mich auch einfach nur teilweise ein Leben und Lesen in Fremdscham. Das ist jetzt ein hartes Urteil, denn es gibt auch immer wieder Passagen, die ich mochte. Insbesondere die sehr starke Schwester Aileen, wie die sich eben verhält und die Vorgeschichte rund um Imran. Also man hat hier ganz klar auch etwas, was man als Intersektionalität bezeichnen könnte. Also wie geht es den Frauen in der Türkei, wie geht es ihnen als Immigrantinnen jetzt in Deutschland? Er konzentriert sich da vor allem nicht nur, aber doch deutlich auf die weiblichen Mitglieder der Familie und zeigt eben auch, wie die Männer vor allem immer durch Gewalt auffallen und dadurch, dass sie ihre Familien, ihre Frauen oder Töchter und Söhne im Stich lassen. Da werde ich mit Astrid morgen nochmal drüber reden, denn auch das finde ich manchmal tatsächlich nicht nur erzählerisch schwach, sondern irgendwie widersprechend gelöst. Also manchmal scheint es mir dann so, als würde er eigentlich seiner eigenen Intention widersprechen an manchen Punkten. Was das genau bedeutet, da hört ihr vielleicht morgen einfach mal in den Podcast rein. Also ich wollte, wie gesagt, jetzt auch keine abschließende Beurteilung dieses Buches vornehmen. Sprachlich für mich auch nichts Besonderes. Relativ konventionell, auch hier ein Themenhopping, manche Passagen ganz unangenehm, andere stärker, von dem her, ja. Was ist jetzt auf der Shortlist des vielleicht bekanntesten deutschen Preises zu suchen hat, weiß ich nicht. Da gehört das in meinen Augen auf jeden Fall nicht hin. Aber gut, es ist ein Debüt und da muss man ja üblicherweise auch noch etwas großzügiger sein. Ich finde halt nur, dass ich hier allein an der sprachlichen Art und Weise und auch an dieser erzählerisch so verkopften und letztlich auch irgendwie nicht funktionierenden Art und Weise schon zeigt, dass es da wahrscheinlich in diesem Jahr auch bessere Bücher gegeben hätte. Vermutlich. Und dann habe ich noch von Tonio Schachinger Echtzeitalter gelesen. Auch das ein Buch auf der Shortlist. Und eigentlich müsste ich richtig sagen, vom Schachinger Tonio habe ich das Buch gelesen. Denn es ist ein Österreicher und wir wissen alle, dass dort die Präpositionen anders sind. Ja, Schachinger war vor einigen Jahren schon mal auf der Shortlist des Preises mit seinem Roman Nicht wie ihr. Das ist ja, soweit ich weiß, ein Fußballerroman, der mich damals schon interessiert hätte, aber ich habe irgendwie nicht dazu gegriffen, denn es gibt ja immer einfach Tausende von Büchern, die man lesen möchte. Falls du bei Goodreads befreundet bist mit mir, dann wirst du wissen, dass ich von Anfang an absolut begeistert war von diesem Buch. Zumindest auf den ersten Seiten war ich begeistert. Und ich habe auch einen voreiligen Post bei Goodreads losgelassen, in dem ich geschrieben habe, das perfekte Buch für mich. Ich gebe diesem Buch 10 von 10 Punkten. Und das habe ich nach 30 Seiten geschrieben. Ja, wie blöd war ich. Denn dieses Buch ist hinten raus in meinen Augen bei weitem nicht so gut, wie es mir zumindest zu Beginn gefallen hat. Warum war es denn am Anfang so stark? Naja, das ist eine Kombination aus sprachlichen und thematischen Gründen. Erstmal ist da eine Sprache, die sich sehr traditionell liest. Das erinnert mich fast schon an ein Erzählen des 19. Jahrhunderts. Ein allwissender Erzähler manipuliert die Zeit, baut relativ komplexe Satzgefüge auf. Er hat einen guten Wortschatz. Er ist in der Lage, eben auch die Beobachtung immer schon mit einer Interpretation oder mit einer Analyse zu verbinden, ohne dass das sehr aufdringlich passieren würde. Ja, es ist so ein Erzählen von außen und ein Erzähler, der eben sehr viel weiß und auch mehr als seine Figuren. Ich mag das. Dieses Erzählen mag ich hin und wieder sehr, sehr gerne. Vor allem, wenn es so gekonnt hier daherkommt wie bei Schachinger.
Ja, und auch thematisch fand ich es zu Beginn total spannend, denn unser Protagonist Till ist ein Kind, das in einem Elite-Internat jetzt unterkommt und dort einfach von Anfang an leidet. Zum einen, weil das alles Töchter und Söhne von Besserverdienenden sind, die charakterlich ziemlich anstrengend sind. Ja, sie haben vielleicht irgendwelche Polohemden an, sie sind im Tennis- oder im Golfclub versammelt und dieser Till leidet schon ein bisschen darunter, dass er einfach andere Interessen hat. Der Klassenlehrer von Till ist ein fürchterlicher, pedantischer Sadist, muss man sagen, und einer, der von seinen Zöglingen nur das kulturell, das sprachlich und literarisch Allerhöchste verlangt. Dolinar ist nämlich ein Literaturenthusiast und das macht ihn, so unsympathisch er ist, gleichzeitig auch irgendwie wieder relativ interessant. Also er möchte die Literatur auch wirklich feiern und weitergeben, also zum Beispiel auch Thomas Bernhard oder Innerhofer und ganz viele andere eher unbekannte Autoren. Also er ist jetzt keiner, der sich nur auf die Allerbekanntesten konzentriert und damit hat er irgendwie auch, finde ich, Sympathiepunkte, obwohl er in der Klasse eigentlich nur durch Angst regiert. Wenn seine Zöglinge eben nicht das leisten, was er fordert, und das können sie nicht, dann lässt er sie wirklich stundenlang nachsitzen, sie haben also keine Freizeit mehr, oder er beleidigt sie in der Klasse, er wird wütend, er ist einfach fies, ja, er lässt sie Aufsätze schreiben, seitenlang, und gibt ihnen auch einfach sehr schnell schlechte Noten. So, ich finde das interessant, weil ich erstens Internatsromane immer interessant finde, diese Verbindung von geistiger Überforderung, die du durch diese vielen Fächer hast, ja, gleichzeitig aber vielleicht auch Freundschaften, die sich entwickeln auf engstem Raume und dann natürlich auch noch die amoröse Liebe, je nachdem, ob es ein reines Jungeninternat ist oder nicht. Und ich mag das einfach. Ich finde das super, wenn ein Entwicklungsroman in einem Internat spielt, da bin ich normalerweise sofort an Bord. Jetzt mag ich auch diesen sadistischen Klassenlehrer, weil ich als Lehrer selber immer Verhaltensweisen einfach vergleichen möchte. Und es gibt ja nicht nur diesen einen Lehrer, sondern auch noch ein paar andere, die beschrieben werden. Außerdem, um jetzt meine Faszination auch noch vollumfänglich zu erklären, spielt Till offenbar Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre sehr gerne ein Computerspiel, das auch mein erstes Computerspiel war, nämlich Age of Empires 2. Und der wird dieses Spiel so lange spielen und so gut spielen, bis er es schließlich professionell oder halbprofessionell machen kann. Und dort ist Schachinger auch einfach recherchierend sehr gut vorgegangen. Alle Personen, die hierin vorkommen, alle Twitch-Streamer oder YouTuber oder sonstigen Größen dieser Age of Empires 2 Welt, die gibt es wirklich. Also ich habe mich da auch nochmal informiert und auch ich schaue mir diese Spiele-Streams noch total gerne an. Zum Beispiel von Florentin Will, einige von euch werden den kennen, oder Donny O'Sullivan. Und für mich ist dieses Streamen von Computerspielen, ja, Age of Empires 2 ist übrigens ein Strategiespiel, du baust eine Zivilisation auf und ja, lässt diese dann auf eine andere Zivilisation los und es geht eben darum, wer gewinnen wird. So, und ich mag das total gerne, Leuten oder ja Menschen ungefähr meines Alters dabei zuzuschauen, wie sie das spielen und streamen und währenddessen halt ein bisschen plaudern. Für mich ist das eine wunderbare und intellektuell auch anregende, aber auch lustige Tätigkeit. Und deswegen hat das Computerspielen ja auch längst, hoffentlich, längst sein rein negatives Image abgebaut. Es ist überhaupt kein Widerspruch, dass du zuerst deinen Dostojewski oder deine Hertha Müller liest und danach halt nochmal deinen Ego-Shooter anmachst oder meinetwegen deinen Strategie-Klassiker. Und für mich war das einfach von Anfang an ein Thema, das mich in dieser Kombination auch mit der Sprache wunderbar gefesselt hat. Wunderbar, wirklich. Ich war völlig begeistert von diesem Buch. Leider ist dann, ich würde sagen, die zweite Hälfte einfach nicht mehr so stark. Denn Schachinger misstraut irgendwie der Fähigkeit seines Lesers, dieses Computerspielthema auch zu verstehen. Er ist dann eine Zeit lang relativ akribisch und genau, also beschreibt, was Till da macht, mit welchen Klicks er jetzt seine Häuser aufbaut und wie er seine Bauern strategisch richtig positioniert. Das fand ich am Anfang wirklich gerade im Detail ganz toll. Aber leider misstraut er dann offenbar der Fähigkeit oder der Lust des Lesers, das auch nachzuvollziehen. Und der schwenkt dann auf eine, wie ich finde, 0815 und sehr konventionelle Liebesanbahnungsgeschichte. Denn Till wird eine Klassenkameradin oder eine Mitschülerin an diesem Internat kennenlernen und ist von ihr fasziniert und dann ist es einfach von Anfang an nicht ganz klar. Wir Leser wissen doch oder vermuten, dass sie zusammenkommen werden. Ob das der Fall ist, naja, lest doch einfach das Buch, wenn ihr es wissen wollt. Ja, ich will nur sagen, da gibt es dann ein Hin und Her, auch noch mit Freunden, die hinzutreten, mit anderen Lehrern. Aber da verlor sich für mich einfach die große Energie des Beginns. Auch die Sprache war dann für mich immer noch ganz gut lesbar. Aber auch hier merkt man einfach irgendwann so nach 350 Seiten schon Ermüdungserscheinungen, wenn es eben so eine gleichbleibende
von außen gestaltete, auch eher unemotionale Sprache ist, die mir überhaupt nicht klar machen kann, warum oder ob Till wirklich in dieses Mädchen verliebt ist. Da war mir das irgendwie emotional alles zu rund gelutscht, ja, zu komplikationslos. Und weil dann einfach das Computerspielthema ad acta gelegt worden war, hat mich das irgendwie auch nicht mehr so begeistern können. Und weil ich auch die Gestaltung von Dolinar letztlich zu simpel fand. Denn der ist ja wirklich nur durch Angst letztlich der, vor dem alle Angst haben. Nur deshalb ist er dieser fürchterliche Lehrer, dem alle eigentlich aus der Hand fressen und der seine Schüler kontrolliert, weil er ja mit Ungerechtigkeiten und mit Beleidigungen regiert und mit Extraarbeiten. Und ich in meiner Schulzeit, und vielleicht du auch, ich hatte Lehrer, die das wirklich komplett ohne Extraarbeiten und ohne Beleidigungen und Gehässigkeiten geschafft haben, die uns einfach durch einen Blick geführt haben. Und das hätte ich nochmal in der Literatur jetzt bei Schachinger gerne gelesen. Aber so ist dieser Dolinar erstmal ganz interessant aufgebaut und wir haben auch einige Kurzinterpretationen von zum Beispiel Thomas Bernhard Büchern wirklich gut gefallen. Die haben mich auch literarisch sofort abgeholt. Es ist ein Buch also, das eine neue Spiele, Konsolen oder Computertradition mit der alten großen Literatur verbindet. Und zumindest zu Beginn hat das für mich wunderbar funktioniert. Wenn du also wirklich großartige erste 50 oder 70 Seiten lesen willst, dann solltest du zu Schachinger greifen. Insgesamt bekommt dieses Buch aber dann doch relativ, vielleicht nicht schlechte, aber in Anbetracht des großartigen Beginns enttäuschende 6 Punkte. Und das war für mich jetzt keine ganz große Feier. Ob es auf der Shortlist etwas zu suchen hat, das ist immer Geschmackssache. In dem Fall würde ich sagen ja, weil es einfach ein sehr interessantes Thema, sprachlich toll aufbaut. Ja, die zweite Hälfte, gut, die, da werfen wir vielleicht mal ein kleines Jäckchen des Schweigens drüber. So, jetzt habe ich über diese Bücher gequatscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu meinen Einschätzungen positiver oder auch negativer Art zu berichten habt. Ich freue mich drauf. Vielleicht werde ich, wie gesagt, auch noch ein Buch von Rabe lesen oder eben den Gewinner. Ja, vielleicht passt es ja auch ganz gut zusammen und fällt Ihnen eins. Wer weiß. Ich wünsche euch jetzt schöne Tage. Ich persönlich werde mit meiner Plastikflasche jetzt einfach durch Leipzig laufen. Und falls mir irgendwie wunderschönes Wasser über den Weg läuft, dann greife ich zu. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.